all my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. Hallo Fotofreunde, es ist wieder soweit, es werden Dinge reviewed. Wie ihr seht, habe ich hier einen, ich sag mal, stylischen Rucksack, der jetzt schon gar nicht in der ganzen Gänze zu ist. Ich präsentiere Produkte, das ist auch geil. Ich mache mal zu, wie er schön anzusehen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Als Fotograf an und für sich kann man nicht genug Rucksäcke haben. Mir ist letztens ein echter Malheur passiert. Ich habe einen heißgeliebten Rucksack an einen Kumpel weitergegeben und hinterher ärgere ich mich ein bisschen. Aber der war auch ein bisschen zu groß. Also das war so die Größe. Naja, ich verreise und nehme illegal an Bord des Flugzeugs viel zu viel mit. Gerade was so gerade noch handgepäcksmäßig funktioniert. Gewichtsmäßig ist man meistens drüber. Ich war aber immer noch auf einer Suche, tja, fürs kleine Besteck. Ich habe so einen Slingshot, da geht ein Buddy mit einer Kamera rein und vielleicht noch ein kleines Objektiv und dann war empty. Und ich habe immer irgendwas gesucht, wo ich ein bisschen mehr reinkriege. Vielleicht eine Kamera mit dem Objektiv und noch zwei Zusatzobjektiven, so roundabout. Und wir Fotografen, ihr werdet es wissen, es kommt ja nicht auf Funktionalität an, es kommt gnadenlos auf Style an. Und da bin ich auf das Ding hier gekommen, weil ich finde rein optisch das durchweg nicht ganz unstylisch. Es ist so camouflagemäßig gehalten. Ich muss es nochmal säubern, damit ihr seht, wie schön es anmutet, out of package. Unboxing habe ich mir mal gespart, weil am Ende des Tages holt man einen Rucksack aus dem Karton. Das kriegt man auch wieder eingepackt, weil ihr wisst ja, das Benefit an Unboxing-Videos ist, wenn man Dinge wieder verpacken will. Also, von der Firma K&F Concepts möchte ich euch heute mal diesen Fotorucksack zeigen. Und ich versuche mal intuitiv zu erarbeiten, was an dem Ding jetzt funktioniert, beziehungsweise was man mit dem machen kann. Und falls ich Fragen habe, gucke ich mal in den Beipackzettel. Der ist aber relativ marginal. Also ihr seht, relativ moderne Machart. Wir haben hier so ein grün-schwarz Camouflage-Muster. Ich sag mal, von der Farbtemperatur ist das sehr kühl gehalten. Mit, und das mag ich persönlich sehr gerne, mit orangenen Akzenten. Ne? Wir haben hier das Gebimsel. Wir haben hier einmal, ich glaube, das ist auch, wenn man dunkel so unterwegs ist, dass das hier reflektiert. An der Seite haben wir auch nochmal orange. Und auf der Rückseite sieht der so aus. Wir haben einmal die Hauptöffnung mit einem Klickverschluss. Der ist aus Metall, das gefällt mir auf den ersten Eindruck schon mal ganz gut. Dann kann man das Ganze hier, ich weiß nicht, wie heißt denn diese Toploader, ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall hier ist das Hauptfach, um Sachen reinzumachen. Ein Zipper, der packt sich auch ganz gut an, da an dem eigentlichen Reißverschluss-Moped hier nochmal so ein Fret mit dran ist. Innen drin sehen wir natürlich auch Orange zu Grün. Das sind zwar keine kompletten Komplementärfarben, aber ich mag diese Farbakzente. So, ich versuche euch mal den Raum innen drin zu zeigen. Also mutet natürlich so groß an, aber zum Verschließen muss man das Ganze krempeln. Reißverschluss dicht machen. Wenn ich mir den oberen Reißverschluss angucke, der wird jetzt nicht wasserdicht sein. Alles verstaut und klicken. Und wenn man mehr Luft braucht, kann man das natürlich an diesem Gerät, boah, ich sag mal, verlängern. Ne? Das geht auch ganz gut, selbsterklärend. Ich mag ja Dinge, die selbsterklärend sein, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe nie Bock, eine Anleitung zu lesen. Erarbeite ich mir mal diesen Rucksack ein wenig weiter. So, was haben wir noch? Wir haben auf der Frontseite hier nochmal zwei Taschen für kleines Zeug. Greife ich mal beherzt rein, was hier so drin sein könnte. Aha. Das sieht mir nach Regenschutz aus. Falls der geneigte Fotograf, Schrägstrich die geneigte Fotografin, mal in den Regenschauer kommt, damit die teure Hardware nicht nass wird, ne, kann man mal eben das Kondom da drüber ziehen. Aha, das ist interessant. RFID Protection. Also ich habe hier die Tasche aufgemacht, muss ich in der Post vielleicht mal reinzoomen. Was mag denn wohl RFID Protection heißen? Also ich finde hier jetzt keinen Transponder, der eingearbeitet ist. Das gilt denn noch zu klären. Für den schnellen Zugriff auf die Kamera haben wir hier noch ein Fach. Guck gerade, und das sieht tatsächlich nach Wasserbeschichtung hier oben aus, dass das wasserdicht ist. Ja, jetzt ist natürlich wieder ein Schelm, wer Böses denkt. Hier oben ist die Beschichtung nicht drauf, hier unten ist sie drauf.
Gut, wenn man oben zusammenrollt, weniger Wasser. Ja, mein Kameramann, danke. Siehst du auch so, ne? Genau. Also nicht stören, ich kommuniziere. Da ist nämlich wirklich ein schlauer und fähiger Mensch hinter der Kamera, der auch da sehr affin ist. Und bei mir sind ja viel Rucksackwissen. Der wird dann eben unterstützend so machen oder nicken. Aber du kannst auch ruhig aus dem Off mit reinquatschen, Gerry. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, also hier hätte man da den Schnellzugriff, wenn man nicht aufkrempeln müsste. So denke ich es mir zumindest. Piktogramme sprechen einheitliche Sprache, egal welche Mundart ihr beherrscht. Hier sollen Akkus reinkommen mit Klett und hier oben, das sieht eindeutig, ich hätte jetzt gesagt nach einer SD aus, aber diese kleine Einmündung könnte eher nur ein Mini-SD sein. Wir verallgemeinern es für euch, liebe Zuschauer. Hier oben soll der Fotograf, die Fotografin Speicherkarten reintun. Drehen wir mal um. Was haben wir noch? Wen haben wir? Träger? Ja. Das Übliche mit Längenverstellung. Ich habe ihn noch nicht aufgehabt. Das heißt, ich kann noch nicht so viel sagen, wie bequem oder unbequem das Moped ist. Aber das sieht durchweg bequem aus. Dann haben wir hier nochmal die doppelte Brustarretierung, damit auch nichts verrutschen kann. Aber die erste Idee, die ich jetzt schon nicht lösen kann, hier unten, da ist auch noch so ein kleiner Fred, wo man irgendwas arretieren kann, von groß zu klein. Und dieser Gurt hier, der schließt sich mir jetzt auch erstmal nicht. Also eine Frage, die sich mir stellt, kann ich an diesem Fotorucksack ein Stativ mit verbauen? Ich glaube erstmal nicht. Ha, Moment, doch. Doch, doch, doch. Ich vermute mal. Ah, guck mal hier. Ha, hier geht Stativ, ich denke mal zumindest ein Bein rein und die Stativstange kann man dann hier oben festklippen. Also Stativ, haben wir ein kleines Stativ zur Hand? Nicht, dass ihr euch wundert, dass hier so viel Dreck ist. Hier ist ein bisschen Patina auf meinem Gartentisch drauf, deswegen habe ich da ein paar Abriebspuren, aber das ist robustes Material, das kriege ich hier ohne weiteres wieder weggefeudelt. Ne? Ich habe gerade gesehen, da innen drin im Rucksack ist was drin. Aha. Hier drin ist ein extra Fach und das sieht schwer aus, als könnte man da einen Laptop reinschieben. Wenn jetzt hier jemand wäre, der mir zufällig Laptop anreichen würde, wäre das ganz herzallerliebst. Ja. Hilfsbereiter Kameramann, reicht mir ein Laptop? Guck jetzt einfach mal. Und das ist auch alles weich beschichtet, weil der ein oder andere hat ja Schiss, wenn Kratzer an so einen Laptop drankommen. Und das kann ja überhaupt nicht passieren. Ja, und Laptop ist verbaut. Also ich versuche es euch mal zu zeigen. Ich habe jetzt keine Bildkontrolle. Hier ist so ein Fach da drin. Ich denke jetzt mal positiv, Laptop kann man ja locker drin verstauen. So, was mir jetzt aber auf den ersten, aufs erste Auseinanderpacken sich mir nicht erschließt, also das sind Trennfächer, das ist soweit klar. Farbe ist orange, mögen wir auch, ist auch gut. Aber so. Also hier ist jetzt der Punkt und da möchte ich möglicherweise mal die erste Kritik an diesem Produkt äußern. Mir erschließt sich jetzt nicht so aus dem Lameng, was das hier mit auf sich hat. Deswegen, hier ist noch eine Tasche dran. Von K&F Concepts, ein umfangreicher Beipackzettel. Sehr schön in einzelne Reiter hier unterlegt. Mal sehen, wie viel Info da drin ist. Aha. Ich habe schon wieder was rausgefunden, Freunde. Ich habe doch euch gerade gezeigt, hier, da. Dieser kleine Schlüpsi ist laut des Beipackzettels, Anglizismus aufpassen, Anti-Theft-Clap. Also man kann gegen Diebe hier wohl einen Konterpart dran machen, den ich jetzt aber noch nicht gefunden habe im Beipackzettel. Dankeschön. Mein stummer Assistent, den werde ich jetzt immer buchen. Aber ich raff ehrlich gesagt nicht. Ich kann ihn jetzt hier dran machen, aber wo ist da der Anti-Theft dabei? Ja, man kann die Schnelle nicht mehr hochziehen und da kannst du nicht mehr weit stellen. Was kann ich nicht mehr? Okay. Kannst du den halt nicht mehr größer ziehen. Okay, jetzt... Oder du machst den durch deine Gürtelschlaufe. Ja, ich dachte jetzt wirklich, dass ich den abmache hier, aber abmachen kann man den nicht. Der ist fest. Also, der Anti-Theft ist dafür da, dass man... den hier nicht länger machen kann und mir möglicherweise runtergleiten zu lassen. Ich hatte wirklich auch den Gedankengang, dass ich das Ding irgendwie nochmal absichere, irgendwie an mir dran. Aber vielleicht findet man bei der Anti-Theft-Clasp noch was anderes.
Dann haben wir den Hauptverschluss. Ja, das ist, habe ich gerafft. Hier haben wir jetzt auch den Hinweis auf diese RFID Protection. Ich weiß, dass mein Kamerakind auch extrem technikaffin ist. Hier sind jetzt Kreditkarten drin abgebildet. Genau, du kannst sie auf der Distanz auslesen. Abgeschirmt. Genau. Also wenn man die, das wäre jetzt auch meine Mutmaßung gewesen. Also hier ist dann irgendein geheimes Material eingearbeitet. Auf jeden Fall eine Abschirmung gegen Kartenausleseagenten und Diebe. Sehr schön. Color ist übrigens blue, falls meiner fragt. Es ist nicht Camouflage, es ist nicht orange, es ist blue. Ah ja, so und hier schaut man, hier ist aufgezeigt, was alles reingeht. Eine Kamera mit Objektiv und zwei Objektive. Ein Handy, ein Tablet oder das kann ich auch bestellen. Achso, die Größe, der ist 45 cm mal 17 mal 30 groß. Boah, das sind so Maße, die sind relativ beliebig, werde ich jetzt auch nicht nachmessen, das glaube ich jetzt einfach mal. Air dry, also er trocknet in Luft, den soll man nicht bleachen, nicht waschen, nicht in Trockner packen. Keep away from molten, was ist denn Moisture mit Feuchtigkeit, ne? Ab, ja, das Übliche. Aber tatsächlich, eine Kamera, zwei Linsen steht auch nochmal drauf, aber die Info, wie hiermit zu verfahren ist, habe ich noch nicht gefunden. Und da muss ich mich jetzt erstmal schlau machen. Also das ist das Erste, was ich nicht so schön finde, dass das nicht intuitiv ist. Also irgendwie müssen wir uns, glaube ich, eine Schublade bauen, ne? Genau. Also ich hatte da gerade das Produktbild gesehen, da war das hier mit dem Gummi da einmal so gesichert. Genau, wahrscheinlich vorne so, und hinten, ne, oder? So eine Kappe drauf. Ohne Platz zu verschenken natürlich. Natürlich, was ich gibt, die mal, magst du die mal von der anderen Seite anbauen? Ich mag die mal von der anderen Seite anbauen. Jo. Guck mal, das sieht doch aus wie eine Schublade. Das sieht aus wie eine Schublade. Ich guck mal, ob die noch hier reingeht. So. Da habe ich ihn durchgesägt. So, ich denke mal, hiermit werden wir die einzelnen Fächer unterteilen. Genau, willst du da nicht erstmal hier ein bisschen Spielzeug als Maßstab haben? Hm. Was haben wir denn heute? Oh, Canon. Ja, Freunde, auf meinem Nikon-Kanal Canon Optik. Da wir grenzübergreifende Freundschaft machen wir da draus. Ich habe hier so ein 16-35. Ja. Dann habe ich hier wieder ein Sigma. Ja. So ein 105er. Ja. Und dann hast du hier einmal Buddy mit 24-105er. Also das ist natürlich schon ein großes Load, was du jetzt da unterbringen musst. Also ich glaube, das wird nur funktionieren, wenn du den Buddy separat hochkant da reinstellst mit dem Deckel drauf. Ja. Ich gucke jetzt auch noch mal eben, ob ich jetzt doof bin. Nee, hier ist eindeutig Kamera mit Objektiv. Vielleicht müsste man den Zusatz sagen, eine kleine Kamera. Also ein kurzes Objektiv. Probier mal was anderes. Also 24-105 würde ich ja schon gerne immer drauf lassen, weil das so eine immer drauf Linse ist. Aber um natürlich unseren neuen Backpack hier optimal zu nutzen. Ach, guck mal, bei Canon dreht sich alles andersrum. Das ist ja verrückt. Ey. Aber guck mal hier. Nikon-Mann wird es schaffen, auch das Canon-Objektiv. Der ist extra ein roter Punkt. Ne? Der muss nach... Ach, der rote Punkt? Ja, ja. Aber wo ist die Gegenmarkierung hier bei? Wo ist die Gegenmarkierung? Ach, da oben, bei oben. Okay. Wieder was gelernt. Bei Canon ist der Ansatzpunkt auf 12 Uhr, bei Nikon ist es eher so, boah, 14, 15 Uhr. So, wieder was geschafft. Was habe ich jetzt? Das 16,35 habe ich draufgepackt. Genau. Ich könnte dir auch noch eine kleine 50er geben, das wäre vielleicht eher fair für den Rucksack, aber... Ja, aber wir müssen ja auch echt hier teilen, also echt testen, ne? Das passt schon. Vielleicht kannst du den Deckel ja auch an dem Mesh, also an dem Klett, der in dem Rucksack ist, festmachen. Da musst du den nicht immer da draufsetzen als Unterteiler. Das ist auch eine Möglichkeit. Das hat natürlich nur den Nachteil, dass alles, was du oben reinlegst, wenn es schwer ist, solltet ihr dann, dass es nur vom Klett gehalten wird. Aber es passt. Hm? Es passt. So. Also ich tue jetzt auch einfach mal so, als brauche ich nicht, die nehmen wir jetzt mal nicht mit. So, damit hier oben nichts rauspurzelt, werde ich jetzt mal die Idee aufgreifen und das von oben dran bauen. Gut ist, dass man das nicht sieht, weil das sieht nicht ganz ordentlich aus. Jetzt probiere ich mal, ob das Laptop auch noch reingeht. So. Keine Kratzer. Keine Kratzer, keine Kratzer. Ansonsten... So. Also hier oben ist jetzt echt noch viel Platz. Allerdings könnte das ein bisschen rumbimseln.
So, verpackt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Trageversuch. Ich habe jetzt gefühlt, was werden da drin sein, 3 Kilo. Tragen, dieses kleine Polster ist durchweg angenehm, unten am unteren Rücken. Gurte sind breit genug, die schneiden jetzt auch nicht so sonderlich ein. Also ich glaube mal für das kleine Geschäft, für das kleine Gepäck, können wir das, finde ich das erstmal, erster Eindruck ganz gut. Ich habe jetzt so die ersten Eindrücke mal ein bisschen sacken lassen und habe jetzt nochmal mit meiner Kamera probiert. Also das ist jetzt eine Z6-Z7 mit dem 2470 und das ist immer so das immer drauf, was ich eigentlich, wenn ich was mitnehme, wo ich nicht viel mitnehme, drauf machen würde. Ja, und das Problem, was sich stellt, bleibt. Wenn ich so, wie es einfach sinnvoll wäre, die Kamera mit Objektiv verbaut hier reinpacke, ja, wenn ich sie hinlege, würde es gehen von der Breite, so gerade eben. Aber dann wäre das ganze Ding voll und ich könnte kein weiteres Objektiv mehr mitnehmen. Der Beipackzettel verspricht ja, ja, je nachdem, wenn ich den nicht falsch interpretiere, 2 Objektive plus Kamera plus mit Objektiv dran. Möglicherweise ist damit auch nur gemeint 2 Objektive und eine Kamera, aber selbst hierbei ist schon Schluss. Also das muss schon wirklich eine handliche Kamera sein, damit das geht. Wenn ich die aufstelle, dann hätte ich eine Chance, wie ihr seht, ein weiteres Objektiv jetzt hier reinzukriegen. Allerdings würde das dann mit dem Deckel oben drauf und mit dem Reinschieben auch wieder eine knappe Kiste werden. Mir fällt tatsächlich Folgendes ein. Liebe K&F-Designer, Sideloader ist ja cool, aber was wäre jetzt einfach nur mal gedacht, wenn man hier die Öffnung reinbaut, das Ganze so aufklappen kann und die Kamera dann, ja, der Zugriff ein bisschen größer macht, weil hier oben ist echt noch viel Stauraum. Aber den würde ich mir halt für Kamerazeug wünschen. Das heißt, wenn ich den Zugriff etwas größer machen würde, könnte ich jetzt die Kamera so reinlegen und hier noch 1 oder 2 Objektive reinpacken. Und dann, ja, dann würde der Rucksack das erreichen, was ich mir wünschen würde. Wofür dieser Riemen ist, das bin ich euch auch noch schuldig geblieben. Wenn ihr einen Trolley habt, könnt ihr den auf den Trolley drauf, wie heißt denn das Ding, womit man den Trolley zieht, Griff und quasi darüber sichern. Also man würde auf dem Trolley eine 2. Etage bauen. Ich möchte ein kleines Fazit ziehen nach diesem Review. Nach dem Review, was ich mir selbst erarbeitet habe. Komme ich mal zu den Pros. Ich finde die Optik, die gefällt mir. Das Camouflage mit den orangenen Applikationen. Dass die Hülle da ist, damit das Ganze wasserdicht ist, auch das gefällt mir. Dass zumindest einige Reißverschlüsse wasserdicht abgedichtet sind. Nämlich diese hier finde ich gut und auch an der Seite. Der Metallverschluss hier oben ist wertig. Es gibt sehr viele durchdachte Details an diesem Produkt. Was wir natürlich dann wieder doch nicht getestet haben, ein Stativ an der Seite reinbauen. Man hat an der Seite noch die Möglichkeit, kleine Sachen zu verpacken. Kreditkarten sollen gesichert sein. Kleine Seitentaschen, ja, an der Seite. Oben über dem Kamerafach gibt es auch noch jede Menge Stauraum. Das sind die Pro-Punkte. Das Contra ist einfach die Größe oder die Art und Weise, wie dieses Kamerafach designt ist. Das, was K&F uns da verspricht, geht da nicht ganz rein. Hätte man den Seitzugriff vielleicht anders designt, also ich finde das auch mit dem Raunen und Rauszügen nicht so wirklich gut gelungen. Das ist mir vor Ort zu hakelig, weil ich möchte aufmachen und die Kamera in der Hand haben und nicht erst eine Schublade rausziehen, die ich dann da wieder irgendwie reinfriemeln muss. Schade, weil da ist wirklich echt Potenzial in diesem Ding. Das mit der Schublade, ich nenne es mal kleine Designschwäche. Vielleicht kriegen wir ja mal noch einen Nachfolger von K&F Concept, wo man von hinten möglicherweise die Kameras reinmachen kann. Also, ich würde das Ganze eher als Lifestyle-Rucksack mit einer Kameratransportoption titulieren wollen als Fotorucksack. Weil dafür kriege ich für mich meine 2 Objektive plus Buddy nicht so einfach rein. Für kleinere Kameras mag das funktionieren. Aktueller Verkaufspreis ist 99,99 €. Würde ich dafür jetzt nicht ausgeben wollen, weil das, was es für mich am Ende des Tages soll, meine Kamera transportieren und schnell darauf zugreifen zu können, das ist mir ein bisschen zu ungelenk. Für die von euch, die vielleicht mit kleinerer Hardware unterwegs sind und die haben alles hier gut reinkriegen,
dafür kriegt ihr sicherlich echt einen coolen und stylischen Rucksack, weil gerade diese Rollgeschichte ist im Moment ja auch sehr angesagt. Da kann man drüber nachdenken. Also wie immer, es kommt so drauf an, was man möchte, ne? Am Ende des Tages. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr diesem Review beigewohnt habt. Ich sag mal Tschüss und bis bald.